meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir mal gedacht, dass ich die aktuellen veganen Fertigmasken sozusagen aus der Drogerie mal ausprobiere. Normalerweise kaufe ich mir ja keine fertigen, was auch damit zu tun hat, dass ich ja das einfach schade finde, so wenig Produkt und so viel Verpackungen, also so viel Müll. Deswegen mache ich meine Masken eigentlich immer selbst. Aber mich hat es jetzt einfach mal so ein bisschen in den Fingern gejuckt. Ich wollte einfach mal wissen, ob ich die vielleicht sogar besser finde. Ich habe das letzte Mal fertige Masken probiert, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich wollte mir einfach mal so einen Überblick verschaffen. Ich hatte da jetzt gerade einfach mal Lust drauf. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich keine davon nachkaufen werde, einfach wegen dem ganzen Müll. Aber ich wollte einfach mal so ein kleines Update für mich persönlich haben. Und vielleicht ist es ja auch ganz interessant für euch. Wenn ihr die Produkte schon kennt, könnt ihr natürlich auch schon gerne euer Feedback in die Kommentare schreiben. Ich habe einige Masken gekauft und ich bin mir sicher, dass ich nicht alle davon in diesem Video unterbringen kann. Also vielleicht wird es da 2, 3 Teile geben, je nachdem, wie ich es schaffe. Und je nachdem, ob mich das dann überhaupt interessiert. Ansonsten mache ich es nur für mich. Und ich würde sagen, ich lege dann jetzt auch einfach mal los mit den verschiedenen Masken. Ich habe mir ganz, ganz verschiedene gekauft. Also Feuchtigkeitsmasken, auch mal so Anti-Aging-Masken für Mischhaut. Also alles Mögliche einfach. Alle, die vegan waren, habe ich mir mal angeschaut. Und alles, was interessant war, habe ich mir mitgenommen. Da sind günstigere dabei, etwas teurere sind dabei. Ihr seht es schon. Ich leg einfach mal los. Jetzt ist die Frage, mit welcher fange ich an? Wonach ist mir denn überhaupt heute? Meine Haut ist ja also eigentlich Mischhaut, aber ich habe das trotzdem, dass die an manchen Tagen extrem ölig ist, an manchen komplett trocken und spannend. Das kommt auch aufs Wetter an, aber hier ist jetzt momentan totale Trockenheit angesagt und ist spannend. Ich nehme das hier einfach mal. Das ist ja sowieso eigentlich ziemlich sinnvoll. Normalerweise sollte man ja eh für jede Zone ein anderes Produkt nehmen, gerade wenn man Mischhaut hat. Ich glaube, das nehme ich jetzt einfach mal. Also hier ist extra ein Produkt für die T-Zone, eins für die Cheekzone und eins für die Augenzone. Das ist von Hey Organic. The Perfect Trio Organic Multi Mask Cactus. A must have for the perfect cleansing experience. Get pure skin and moisture. Ja, vegan, bio natürlich. Unsere Multi-Mask geht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse deiner Haut ein. Sie bietet Reinigung für die T-Zone, intensive Feuchtigkeit für deine Augenpartie und Strahlkraft, mein Gott, für deinen Teint. 10 bis 15 Minuten soll man es drauf lassen und dann mit warmem Wasser abnehmen. Soll man zweimal die Woche nehmen für ein perfektes Ergebnis? Was ich hier schon mal ganz gut finde, ist, dass die Verpackung komplett aus Pappe ist, außer die Tuben natürlich. Hier ist nochmal eine riesen Gebrauchsanleitung. Da sind 10 Milliliter drin pro Tube. Fangen wir mal mit der Augenpartie an. Hier ist jetzt so eine kleine Folie drauf. Ich gebe mir das jetzt gerade so mal auf die Augen, weil ich mit der anderen Hand noch den Spiegel halten muss. Es riecht eigentlich nach absolut gar nichts, würde ich sagen. Also ich rieche da jetzt zumindest nicht wirklich etwas. Und so von der Konsistenz her, es fühlt sich nicht wirklich an wie eine Maske, sondern eher wie so eine Tagescreme. Außer, dass die jetzt halt nicht sofort in die Haut einzieht. Cheek Zone. Oh, die hat eine andere Farbe. Die Augenpartie ist grünlich. Die hier ist jetzt so weiß, leicht hautfarben. Und die ist ein bisschen fester von der Konsistenz. Und die riecht auch anders, beziehungsweise die riecht halt überhaupt. Das riecht so ein... kann man nicht wirklich sagen, nach was die riecht. Also natürlich, aber ich kann nicht sagen, nach was die riecht. Und beim Auftragen merkt man, dass da kleine Krümel irgendwie drin sind. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber beim Verreiben habe ich das Gefühl, verschwinden die auch. Mir riecht vielleicht doch so ein kleines bisschen nach Creme. Aber sehr natürlich, also auch nicht nach Parfum oder so. Ich mag das ja nicht, wenn das so heftig riecht. Okay, T-Zone ist erstmal grau. Ach Mist, mir fällt gerade ein, dass ich eigentlich meine Augenbrauen und meine Nägel machen wollte, bevor ich diese Maske mache. Ich bin ja aber auch so vergesslich, Leute. Warum bin ich so vergesslich? Auch die lässt sich relativ gut auftragen, von der Konsistenz her wie eine Creme. Riecht für mich eigentlich nach so ziemlich nichts. Und wenn, dann nur so sehr dezent nach Naturkosmetik. Also, ne, nicht stark nach Parfum oder so, sondern einfach so ganz leicht nach einer natürlichen Creme, kann man nicht so genau definieren. Sieht natürlich jetzt sehr interessant aus. Das Ganze lassen wir jetzt 10 bis 15 Minuten einwirken. Hey Organic Multi Mask, 3x10 Milliliter, kostet 6,95 €, also schon ein bisschen mehr als jetzt auch die anderen Masken, die ich euch noch vorstellen werde. Jetzt sieht man gerade, dass die helleren Produkte hier so ziemlich fast restlos in die Haut eingezogen sind und die dunkle, ja, da sieht man halt noch genug. Das nehme ich jetzt mal mit so einem feuchten Handtuch ab. Generell glaube ich, dass sich das jetzt ganz gut im Gleichgewicht befindet. Also generell glaube ich, dass es eine ganz gute Möglichkeit für Mischhaut ist. Also gerade hier in dem Bereich fühlt sich das jetzt nicht mehr trocken an, es spannt nicht mehr. Aber auch hier ist jetzt nicht zu viel Pflege, nicht zu wenig. Ich glaube, das war eigentlich jetzt mal ganz gut für meine Haut. Nehmen wir mal eine Tuchmaske und zwar diese hier von Balea. Tuchmaske Blütenzauber spendet intensive Feuchtigkeit,
mit Pfingstrosenextrakt für jeden Hauttyp. Leute, wenn da schon draufsteht für jeden Hauttyp, ne? Das kann ja gar nicht. Wie soll es denn für jeden gut sein? Naja, ich bin ja mal gespannt. Wunderschöne Blüten und dazu ein leichter floraler Duft. Die pflegende Tuchmaske mit Pfingstrosenextrakt und Hyaluronsäure verwöhnt deine Haut mit intensiver Feuchtigkeit. 10 Minuten soll man die einwirken lassen. Verbleibende Rückstände sanft einmassieren. Okay. 1,25 Euro hat die gekostet. Kommt schon irgendwas rausgespritzt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist bei Balea nämlich immer so ein Problem. Da sind halt jede Menge Duftstoff und so weiter drin. Und was stand da nochmal drauf? Ein leichter floraler Duft. Ja, der ist für meinen Geschmack schon wieder ein bisschen zu heftig. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich bin halt sehr empfindlich. Oh, die ist aber richtig zugepatscht mit Produkt, was einerseits gut ist. Aber jetzt hier gerade beim Auseinanderfriemeln. Das ist ein bisschen ekelisch. Boah, es riecht schon echt sehr heftig nach Parfum. Habt ihr bei diesen Tuchmasken auch immer das Problem, dass die nie auf euer Gesicht passen? Oh Gott, das wird ja jetzt schön mit den Haaren. Bäh. Ich habe jetzt leider keinen Spiegel. Oh Gott. Es sind schon wieder Halloween. Also da ist sehr, sehr viel Produkt drauf. Das bleibt auch gut auf der Haut kleben. Jetzt hat man allerdings den ganzen Finger voll. Ich schmiere mir das jetzt einfach mal auf meine Beine gerade. So, dann lassen wir das mal 10 Minütchen drauf. Und dann schauen wir mal. Nein, ich darf nicht lachen, sonst verrutscht es. Am Anfang ist das Ganze noch relativ matschig auf der Haut, was sich dann aber sehr schnell ändert. Es zieht dann sehr gut in die Haut ein. Es wirkt auch so ein bisschen kühlend die ganze Zeit. Die haftet die ganze Zeit eigentlich sehr gut an der Haut. Und jetzt die Reste, die massiere ich noch so ein bisschen in die Haut ein. Das Einzige, was mir halt nicht gefällt, ist dieser Parfumgeruch. Da habe ich halt immer so das Gefühl, was tue ich meiner Haut da gerade an? Mich juckt es schon hier, wenn ich daran denke. Ansonsten fühlt sich das aber ganz gut an. Meine Haut ist nicht gerötet. Ich habe auch das Gefühl, dass die Feuchtigkeit bekommen hat. Hier spannt es noch so ein kleines bisschen. Das ist aber normal, weil ich ja nicht mit dem Produkt bis ganz an die Augen rangehe. Deswegen massiere ich das jetzt hier gerade nur noch mal so ein bisschen ein. Ja, aber ansonsten. Heute fühle ich mich nicht so wohl. Ich habe mich ganze Nacht von A nach B gewälzt. Es war so warm, ich konnte nicht schlafen. Und ich merke das richtig, meine Augen sind richtig müde. Deswegen habe ich mir gedacht, heute brauche ich mal ein bisschen Energie. Deswegen, obwohl es jetzt eigentlich nicht After Work ist, aber ich habe mich für die After Work Gelmaske entschieden mit Bio-Avocadoöl und Aloe Vera von Sante Naturkosmetik. Die ist für jede Haut. Gut, wenn draufsteht für jede Haut, ist das schon mal irgendwie komisch. Also wie kann man denn die Bedürfnisse jeder Haut zufriedenstellen? Das kann man ja eigentlich gar nicht. Von daher sind diese Beschreibungen für jede Haut immer ein bisschen, naja. 1,95 Euro, das sind zwei solcher Packs. Ich habe es jetzt gerade schon auseinandergerissen. Die milde Formulierung mit Bio-Avocado-Öl und feuchtigkeitsspendender Aloe Vera von der Sante Afterwork Gelmaske lässt müde und volle Haut auch nach einem langen Arbeitstag strahlen. Die Haut wird beruhigt und Hautreizungen werden gemildert. So bekommt die Haut genau, was sie braucht. Anwendung 1 bis 2 Mal wöchentlich auf die gereinigte Haut auftragen. Nach 20 Minuten mit warmem Wasser abwaschen. Oh, der Geruch ist lecker. So ein typischer Naturkosmetikgeruch. So ein bisschen leicht süßlich, blumig, aber nicht zu krass. Okay, die Konsistenz ist, glaube ich, ein bisschen flüssig. So ein bisschen wie Schleim. Wenn Sachen so flüssig sind, habe ich immer ein bisschen Angst, dass die nicht auf dem Gesicht halten. Aber wir schauen mal. Ach, da ist es nämlich schon das Problem. Das ist so ein etwas flüssiger Schleim. Ich teile es jetzt einfach mal gleichmäßig auf der gesamten Haut. Sieht auf der Haut relativ durchsichtig aus. Also einfach, als hätte man so eine Cremeschicht auf der Haut. Fühlt sich auch erstmal ganz gut an. Kann man nicht wirklich viel zu sagen. Der Geruch ist angenehm. Reicht auch locker fürs ganze Gesicht die Menge. 20 Minuten Einwirkzeit. Zeit ist rum. Mittlerweile ist das so ziemlich eingetrocknet. Wenn man so ein bisschen drüber fühlt, fühlt sich das so leicht klebrig an. Also man merkt halt schon, wenn man so spricht, ne, wenn man das so ein bisschen verzieht, dass man noch so einen leichten Schmierfilm auf der Haut hat, aber es ist fast vollständig eingezogen. Ich nehme den Rest jetzt einfach mal mit so einem Tüchlein ab. Oh, wie finde ich das Ganze denn? Also ich finde schon auf jeden Fall, dass die Feuchtigkeit gibt, ist gerade in dem Bereich. Fühlt sich das bei mir gut an. Ja, so ein bisschen frischer sehe ich, glaube ich, auch aus, wobei das auch damit zusammenhängen könnte, dass ich gerade erstmal so ein bisschen wach geworden bin. Aber ja, ich glaube, finde die ganz gut. Also der Pflegeeffekt ist auf jeden Fall
da, ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So langsam aber sicher bekomme ich wieder ein bisschen unreinere Haut. Ich befürchte fast, dass das auch ein bisschen an den Masken liegt. Also ich habe das Problem, dass ich auf Kosmetik ganz oft mit Pickeln reagiere. Um jetzt wirklich herauszufinden, ob das tatsächlich was mit Masken zu tun hat, müsste man die natürlich langfristig benutzen, um dann zu gucken. Aber das spare ich mir jetzt gerade mal. Stattdessen benutze ich eine Totes Meer-Maske von Balea, die extra für unreine Haut ist. Beugt Unreinheiten vor mit Totes Meer-Schlamm. Die wirkt klärend für, ja, unreine Haut. Das sind wieder zwei Päckchen. Dann nehmen wir jetzt mal... Ich habe immer das Problem... Oh Gott, jetzt geht das auch nicht mal ab. Dass ich das dann beim Abreißen schon immer aufreiße. Ich bin da irgendwie zu blöd für, ich weiß auch nicht. Und das geht schon mal irgendwie nicht. Was ist das denn? Das ist ja richtig dumm gemacht. Okay, ich habe es geschafft, ohne es aufzumachen. Gekostet hat diese ganz nebenbei, oh, 40 Cent nur. Sehr günstig. Sehr, sehr günstig. Ich benutze ja generell schon sehr gerne Totes Meer-Produkte. Man sagt ja, dass das sehr gut für die Haut ist. Ach Gott. Man kriegt das Karma oder vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. So, dann klatsche ich mir das alles mal gerade auf meine frisch gewaschene Hand. In jedem Päckchen befinden sich 8 Milliliter. So sieht die kleine Schweinerei jetzt aus. So ein bisschen, als hätte mir so ein Vogel auf die Hand. Den Geruch finde ich noch ganz okay. Es riecht allerdings schon so ein bisschen nach Parfum, habe ich das Gefühl. Also so sehr leicht. Jetzt auf meiner Haut brennt es sogar ein kleines bisschen. Jetzt habe ich diesmal gar nicht vorgelesen, was auf der Verpackung steht. Mehr Ausstrahlung. Balea Gesichtsmasken pflegen und verwöhnen die Haut intensiv. Abgestimmt auf ihre besonderen Bedürfnisse. So, die klärende Maske. Die Haut intensiv klären und gleichzeitig beruhigen. Balea Totes Meer Maske mit Mineralien löst verhornte Hautpartikel und beugt zu Unreinheiten vor. Für ein reines, gepflegtes Hautbild und ein samtweiches Hautgefühl. Totes Meerschlamm, in welchem wertvolle Mineralien und Spurenelemente gebunden sind, befreit ihre Haut von überschüssigem Talg. Aloe Vera spendet erfrischende Feuchtigkeit. Kamillenextrakt pflegt und wirkt hautberuhigend. Natürliche Peelingkörner aus Aprikosenkern und Bambus reinigen ihre Haut sanft. Okay, das ist jetzt gerade schon mal ziemlich blöd. Ich habe das gar nicht durchgelesen, als ich es gekauft habe, muss ich sagen. Weil mechanische Peelings natürlich immer die Hautoberfläche verletzen und gerade bei aktiver Akne kann es dann sein, dass es so eine Schmierinfektion dann auslöst. Ne? Also die Flüssigkeit wird dann auch verteilt, steckt andere Körperhautstellen an und dann kann man im schlimmsten Fall noch mehr Pickel bekommen. Das brennt tatsächlich ein kleines bisschen auf der Haut. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Die trockene Maske mit lauwarmem Wasser abwaschen. Wieder Hintergrundgeräusche des Todes. Boah, kennt ihr das, wenn Masken... wenn Masken trocknen und ihr dann euer Gesicht nicht mehr bewegen könnt? Oh, die ist ja richtig hart. Wäre wahrscheinlich besser, das unter dem Wasserhahn zu machen, statt mit einem Tüchlein. Ja, die wird richtig hart. Man kann das Gesicht dann nicht mehr so gut bewegen. Der Geruch stört mich ziemlich. Ist so ein bisschen wie so eine Tonerdemaske. Ja gut, ist ja auch irgendwo Schlamm. So gesehen, ja gut. Okay, es war voraussehbar. Ich habe nicht nachgedacht. Wenn man das Ganze abnimmt, hat man natürlich nochmal zusätzlich einen Peeling-Effekt, weil man diese Körnchen über die Haut verteilt und oha, also im Augenbereich merke ich schon, das ist vielleicht nicht so cool für empfindliche Augen. Ich hätte es generell eigentlich, hätte mir jetzt im Nachhinein vielleicht nur in der T-Zone machen sollen, weil im Augenbereich trocknet es dann einfach zu sehr aus. Ja, so kann ich natürlich nicht viel dazu sagen. Also fühlt sich auf jeden Fall frischer an. Meine Haut ist natürlich weich durch den Peeling-Effekt, ne? Ob das langfristig gegen Hautunreinheiten wirklich wirkt, kann ich jetzt natürlich nach einer Anwendung nicht sagen. Ich würde sie mir aber so oder so nicht mehr kaufen, weil mich dieser Parfumgeruch bei der Einwirkzeit schon ein bisschen gestört hat. Und mechanische Peelings bei aktiver Akne sind halt auch nicht so gut. Deswegen, ich denke, das wäre langfristig eher kontraproduktiv. Die sofort glättende Maske von Sante werde ich heute verwenden. Instant Smoothing Mask. Teekomplex und Paracresse. Spendet neue Energie, wirkt antioxidativ. Antifaltenpflege. Naja gut, ich habe mir gedacht, warum nicht? Kann man ja mal machen. Die Sante sofort glättende Maske spendet neue Energie und wirkt antioxidativ. Der hocheffektive Anti-Aging wirkt. Komplex glättet Fältchen sofort mit der Kraft der Natur. Für eine glattere und festere Haut. Anwendung 1 bis 2 Mal wöchentlich auf die gereinigte Haut auftragen. Nach 20 Minuten mit warmem Wasser abwaschen. Ja, warum nicht? Ne? Man kann ja langsam schon mal damit anfangen. Die hat übrigens 2,45 Euro gekostet. Das sind 2 mal 4 Milliliter. Also relativ wenig Produkt für, ja, relativ viel Geld. Wobei man ja immer sagen muss, es ist Naturkosmetik. Und wenn die Inhaltsstoffe stimmen, kann man das ja sowieso nicht mit so einem Billig-Balea-Produkt vergleichen. Ich bin jetzt niemand, der darüber meckert. So sieht das Ganze aus. Ist ein bisschen grünlich, hat so ein bisschen die Farbe von, ich will es nicht sagen.
das, was aus der Nase kommt. Es riecht so ein bisschen wie diese Alverde-Sprühkur, die ich mal hatte. Also kann man irgendwie schlecht beschreiben. So ein typischer Naturkosmetik-Haarspülung-Geruch. Lässt sich sehr gut auftragen. Es ist zwar eine Creme, allerdings eine sehr feste Creme. Das heißt, es tropft nichts. Sehr angenehm. Also ich würde sogar sagen, die perfekte Konsistenz meiner Meinung nach. So, das Handtuch kann ich hier schön voll schmieren. Das kommt gleich eh in die Wäsche. Das fühlt sich ganz gut auf der Haut an. Also eben, wie gesagt, nur relativ fest. Es schmiert nichts. Es fühlt sich relativ safe an. Also wenn man jetzt so sehr flüssige Produkte auf die Haut aufträgt und dann nebenbei irgendwie was macht, dann habe ich oft das Gefühl so, oh Gott, gleich tropft irgendwas. Man will sich am liebsten irgendwo ruhig hinsetzen mit alten Sachen an, falls was tropft, oder mit dem Handtuch. Und hier, nö, habe ich gar nicht das Gefühl. Ja, dann lassen wir das mal, was war das, 20 Minuten drauf. Halbes Stündchen später ist es so ziemlich fast komplett eingezogen. Man sieht schon kaum. Das ist immer nur so ein kleiner Schmierfilm, den man dann noch von der Haut runter holt. Und sehe ich 10 Jahre jünger aus. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt wurde. Fühlt sich gut an. Fühlt sich frisch an. Ja, jetzt kann der Tag eigentlich starten. Also die fand ich eigentlich ganz gut. Auch die Haut ist nicht gerötet, außer natürlich ein bisschen immer von dem Reiben, wenn ich das so abnehme. Aber die fand ich insgesamt eigentlich ganz gut. Ja, fühlt sich auch an den Augen sehr frisch an. Ich fühle mich jetzt wacher. Also ganz offensichtlich muss ich da wirklich mehrere Teile draus machen. Es sind noch viele Masken, die ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe. Also wenn ihr nochmal einen zweiten Teil wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt gerne mal euer Feedback in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Ich fand auf jeden Fall, dass ein paar interessante Masken dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.